Das liegt mir ja im Blut, ich bin ja Schwabe. Ja. Ja. Also, ja. Da muss man sich ja mit Geld beschäftigen. Ich sag's immer so schön, das ist wirklich auch wahr. Ich hatte schon einen Bausparvertrag, da war ich noch im Bauch meiner Mutter. Ja, also da hat mein Vater das schon abgeschlossen, bei der Württembergischen natürlich. Und dann war wirklich die Motivation einfach die Krise in Argentinien. Ich habe erstens, war ich Kind des neuen Marktes, da habe ich diese unglaubliche Börsenblase miterlebt, habe auch die ersten Aktien damals gekauft, so Neuemission, war der heiße Scheiß damals. Und dann ein Jahr später, als die Blase geplatzt ist, war ich in Argentinien und habe einen Staatsbankrott live und in Farbe miterlebt. Und der hat mich ziemlich viel Nerven und Geld gekostet. Seitdem bin ich auch grau. Und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Hyperinflation, Geldsysteme, Börse, Crash. Wieso kommt es immer wieder? Weil ich hatte immer so im Hinterohr von meiner Oma und von meiner Urtante aus Graz, die gesagt hat, ja, Geld verreckt immer. Und da wollte ich mich damit mal beschäftigen. Und seitdem bin ich Finanzexperte. Ich weiß nicht, wer das einen so nennt, aber ich beschäftige mich halt leidenschaftlich gern mit Finanzen und finde, jeder sollte finanziell unabhängig werden und wer finanzielle Intelligenz erreicht, kann auch wirklich autark werden. Es ist ja auch oft ein Makel, ne? Das heißt, oh, guck mal, der hat eine Pleite hingelegt, aber momentan ist es ja so, durch die äußeren Umstände, durch historisch falsche Entscheidungen der Politik, sind ja viele Unternehmen in die Insolvenz gezwungen worden. Ja, natürlich noch die steigenden Zinsen, die ebenfalls die ganzen Zombie-Unternehmen, die in den letzten Jahren in der Niedrigzinsphase der EZB herangezüchtet worden sind, die kippen jetzt auch alle um, aber es gibt natürlich ganz viele Mittelständler, wie du sie gesagt hast, die du kennst, die jetzt tatsächlich durch die hohen Energiepreise, durch Fachkräftemangel zumachen müssen. Also ich kenne auch einige aus der Honorarberatung, Cafés, die finden einfach kein Personal, die können nicht mehr öffnen. Und die sind wirklich am Limit, laufen auf dem Zahnfleisch. Und dann noch die Corona-Geschichte, Mehrwertsteuer etc. pp. Und da kumuliert sich einfach das Ganze und da sehen wir jetzt halt die Insolvenzen, die nach oben schnellen. Und ich finde es auch wirklich mutig, dass du den Mut hast zu sagen, okay, ich rede darüber offen, weil oftmals ist es halt so, ja, so ein Schandfleck eigentlich für viele. Dieses Geldsystem führt dazu, dass halt einige wenige immer reicher werden. Also wir sehen immer eine... Sie wollen ihren Gewinn verdoppeln? Die Gewinnblitzfallstudie zeigt, wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Eine größere Konzentration von Vermögen bei einigen wenigen durch die Umverteilung von unten, von der Mitte und oben nach ganz, ganz oben. Also die Top 0,1% werden immer reicher. Und darin ist tatsächlich dieses falsch gestrickte Geldsystem schuld. Und ich möchte noch zwei Sachen ergänzen. Also man muss sich das so überlegen, jedes Mal, wenn jemand von euch hier im Publikum zur Bank geht, einen Kredit aufnimmt, dann ist es nicht so, dass der Banker dann runter in den Keller geht und das Geld rausholt. Nein, der drückt auf den Knopf und kann aus dem Nichts durch einen magischen Zaubertrick Geld kreieren. Und indem er nur 1% der Kreditsumme als richtiges Geld, also als Noten oder als Bankscheine oder als Münzgeld bei der EZB hinterlegt. Und die anderen 99% kann die Bank praktisch aus dem Nichts generieren. Und es können nicht nur die Notenbanken, sondern es können vor allem auch die Geschäftsbanken, also jede Sparkasse, jede Volksbank. Und wie du schon gesagt hast, es ist Schuldgeld. Unser komplettes System basiert auf Schulden. Ganz ehrlich, würdet ihr euer Leben gestalten auf Schulden, immer nur Schulden zu haben? Kann das funktionieren? Eben nicht. Und die einzige Lösung, die man dann bei Krisen hat, man drucken Geld und machen noch mehr Schulden. Aber Gelddrucken hat noch nie zu Wohlstand geführt und hat noch nie Krisen gelöst. Siehe Venezuela, siehe DDR und so weiter. Ja, also es ist immer das gleiche Spiel, das wir sehen seit Jahrzehnten. Und dieses Fiat-Geldsystem führt dazu, dass die breite Masse enteignet wird. Weil wir verlieren Kaufkraft. Grundsätzlich ist aber ja der Kredit, also jetzt als Idee, um etwas Neues zu starten, erstmal keine schlechte Idee, oder? Es kommt ja, Credere kommt ja aus dem Lateinischen, heißt Vertrauen. Genau. Aber wir haben kein Vertrauen mehr ins Geldsystem. Unser jetziges Geldsystem ist nur geprägt oder hinterlegt mit einem Wert, nämlich dem Vertrauen, dass wir alle in den Euro geben. Dass wir denken, wir geben den Euro am Laden ab und dann kriegt er für eine Pretzel zum Beispiel. Aber dieses Vertrauen wird ja seit Jahren von oberster Stelle gebrochen und getreten. Notenbanken, EU-Richtlinien werden gebrochen, die EZB macht immer mehr Schulden, also die Regeln werden nicht nur ausgedehnt, nein, sie werden sogar gebrochen und werden doch vom Bundesverfassungsgericht irgendwie durchgewunken. Und die Menschen verlieren das Vertrauen, das sehen wir. Der Euro hat seit der Einführung 1999 jetzt schon offiziell laut Statistischem Bundesamt 39,1% an Kaufkraft verloren. Und das ist schon kleingerechnet. Und das ist kleingerechnet. Jetzt nehmen wir mal wahre Werte heran. Der Goldkurs hat sich seitdem verfünffacht. Und es ist genau das, der Goldpreis steigt nicht. Der Euro verliert an Wert, an Kaufkraft. Das spüren wir doch alle, wenn wir heizen, wenn wir tanken gehen, wenn wir einkaufen gehen. Und die Illusion, die du erwähnt hast, Benjamin, absolut richtig. Alle denken, oh geil, meine Immobilie hat sich verdoppelt in Magdeburg, ich bin gemachter Mann, hahaha. Pustekuchen, ja, die hast du vor 10 Jahren gekauft, ja, hast dafür Papierfetzen der EZB auf den Tisch gelegt und was ist passiert? Ist die Immobilie doppelt so groß geworden, weil der Preis sich verdoppelt hat? Haben wir noch ein Stockwerk drauf bekommen? Nein, du musst doppelt so viel Scheine drauflegen, jetzt auf einmal, wenn du sie kaufen würdest. Warum? Weil die Kaufkraft des Euros sich halbiert hat. Und das beste Beispiel sind wertstabile Werte wie Gold oder
über Bitcoin, weil da kann man nämlich dann ganz genau sehen, was der wahre Wert ist. Weil die Goldmünze, die wird nicht größer. Die hat sich jetzt nicht verfünffacht in der Größe. Eine Unze Gold sind 31,1 Gramm. Aber ich muss einfach immer mehr Papiergeld auf den Tisch legen. Für die gleiche Unze, die ich 1971 für 35 Dollar bekommen habe, muss ich jetzt halt 2000 Dollar zahlen. Ja, der Unterschied ist ja, Frank, dass der Staat kann ja einfach das Geld drucken. Du eben nicht. Außer du machst dich kriminell strafbar und so. Ja, aber, ich habe meine Druckerei. Du bist aber dann Sklave. Du bist ein Sklave der Bank und dann im Notfall musst du halt dann Insolvenz einlegen. Aber es gibt ein wichtiges Zitat, das ich auch erwähnen möchte. Henry Ford, der mal gesagt hat, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, dann hätten wir eine Revolution vor morgen früh. Und deswegen ist es meine Intention, seit jeher den Menschen das Geldsystem zu erklären, weil die wenigsten wissen, wie Geld kreiert wird. Aber dabei haben wir tagtäglich mit Geld zu tun. Aber ich bin mir sicher, die meisten hier im Publikum, die denken, ja gut, es kommt ja das mal Geldautomaten, ne? Schon gut so. Oder mein Mann zahlt, ja. Aber das Geldsystem zu verstehen ist essentiell, weil nur dann kann man sich auch wirklich wehrhaft machen und mündiger Bürger und Investor werden, um sich zu schützen vor dem, was kommt. Nämlich durch die Inflation werden wir alle enteignet, alle. Und zwar unsere Lebenszeit wird uns gestohlen, weil wir gehen arbeiten, geben Lebenszeit her und tauschen die wertvollste limitierte Einheit Lebenszeit ein gegen Papiergeld, was dann von der Politik entwertet wird. Und die einzige Lösung der Politik ist dann Sozialismus, Planwirtschaft, Umverteilung und Pöbel und Gesocks. Und nach dem Motto hier, wir nehmen es von den Reichen, weil die sind alle böse, Brot und Spiele, Ablenkung. Und wir freuen uns, weil wir mehr Bürgergeld bekommen, Tankgutschein und was weiß ich. Und jetzt sind wir alle happy und gucken, Deutschland sucht einen Superstar und trinken bei Starbucks irgendwie den Kaffee. Also wir müssen endlich aufwachen, zu bemerken, dass dieses System komplett korrupt ist. Und deswegen wünschen wir uns natürlich auch eine Bereinigung, ein reinigendes Gewitter, dass wir endlich ein Geldsystem implementieren, was allen dient und nicht nur einigen wenigen. Und zum Cantillon-Effekt, nicht googeln, bei mir im Buch lesen. Wussten Sie, dass die EU ein zentrales Vermögensregister plant und damit einen massiven Angriff auf unsere Vermögenswerte startet? Die Ausschreibung dazu wurde bereits am 16.07.2021 veröffentlicht. Das Projekt ist also bereits gestartet. Und das Brisante dabei ist, dass praktisch alle Vermögenswerte erfasst werden sollen. Also nicht nur Spareinlagen, Investmentfonds, direkte Aktienbeteiligungen und Immobilien, sondern auch Gold und Exoten wie Kunst und Kryptowährung. Warum macht die EU das? Klar, die offizielle Begründung lautet, und das ist der Klassiker, Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Tatsächlich geht es wie so oft um etwas ganz anderes. Es geht darum, dass die Regierungen in der EU an einer Quelle direktes, gebündeltes und punktgenaues Wissen bekommen, wer von welchem Vermögen wie viel wo besitzt. Warum sollten die Regierungen das wissen wollen? Böse Zungen könnten behaupten, dass sie auf dieses Vermögen zugreifen können. Der Ausschreibungstext sagt explizit, dass dieses Vermögensregister in eine künftige politische Initiative einfließen soll. Und damit wird sehr viel Gestaltungsspielraum gelassen für die Politik, um sich Zugriff auf ihre Vermögenswerte zu verschaffen. Warum sollte das denn wichtig sein, werden Sie sich vielleicht fragen. Nun, es gibt eine Partei in Deutschland, deren Farben sehr an eine Wiese oder einen Wald erinnern. Und die sehen in ihrem Wahlprogramm die Wiedereinführung einer Vermögenssteuer auf die Substanz vor. Also nicht nur auf Einnahmen, die sie jährlich generieren, sondern auf alle Vermögenswerte, welche sie besitzen. Und genau dieser Kreis dieser Vermögenswerte soll durch dieses Vermögensregister erweitert werden. Und sollte das durchgehen, und ich befürchte, früher oder später wird so etwas oder etwas Ähnliches durchgehen, können sich ausrechnen, welche Gefahr das für ihr Vermögen bedeuten kann. Und das ist noch lange, lange nicht alles. Mein Name ist Alexander Streeb und ich bin seit über 30 Jahren Unternehmer. Ich war professionell in der Finanzwirtschaft und da in der Vermögensverwaltung tätig. Und in dieser Zeit habe ich viele Gefahren kennengelernt, die unser Vermögen bedrohen. Und dieses Vermögensregister ist eine der aktuellen Gefahren. Wenn Sie jetzt wissen wollen, welche Gefahren es noch gibt und vor allem, was man dagegen tun kann, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Es gibt eine Lösung und die hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun. Nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währung oder Krypto. Es ist ein echter Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich schützt. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Wir sehen uns in Kürze. Bis bald, Ihr Alexander Streeb.